Blumenkreude, Tote, denn es meint doch, es war, ihr kennt mich, ich bin Michael, euer Torwarttrainer. Und willkommen zu einem neuen Video. Heute richten wir uns mal ganz kurz auf die Ballannahme und Mitnahme von Torhüter, Torhüterinnen. Wichtig ist, wie wir den Ball annehmen, welche Techniken wir den Ball annehmen können und noch weiterspielen können. Dazu werden wir die erste Technik machen. Man braucht dazu eine Wand oder wie ich gerade habe, eine Bank, geht sie herum. Oder ein Ruder, wo man das sogar mit üben kann. Fangen wir an, erste Technik wird sein. Wir spielen den Ball mit der Innenseite. Also gegen die Wand. Mit dem rechten Innenfuß. Spielen wir einen anderen Fuß, spielen wir links weiter. Mit dem Ball wieder mit links innen. Und rechts weiter spielen. Und das Ganze mal hier. Und wieder die Seite rübernehmen. Spielen. Rechte Seite nehmen. Das war die Innenseite, mit der man den Ball führen kann, annehmen kann, wieder mit zum Gegner spielen kann. Gibt dann natürlich noch andere Techniken, wo man den Ball mit den Außenseitenfüßen mitspielen kann. Okay? Dabei spielen wir den Ball. Jetzt natürlich ziehen wir den Ball vom Gegner weg, ziehen ihn mit den Außen und spielen ihn einmal gegenüber. Ziehen ihn mit außen mit, spielen wir gegen die Wand, wieder mit außen. Natürlich immer wieder auch mal wechseln, was auch sehr gesehen ist. Das heißt, ich fange an, rechter Fuß.